Ja, ich mag die Retro-Soundtracks. Auch wenn sie nicht 1:1 die gleichen sind, sind sie trotzdem ziemlich cool. Hä? Leute? Bin das nur ich oder? Ist ja. Quellenfahrt. Was? Also, entweder ich bin gerade komplett crazy oder diesen Ort gab es vorher überhaupt nicht. Quellenfahrt. Wo kommen wir denn hier hin? Und wenn ich diese Musik höre, fällt es mir gerade auf. Wir müssen noch in die alte Villa. Die können wir jetzt ziemlich endlich betreten. Aber dazu kommen wir dann ein andermal. Wo gehen wir denn hier hin? Scheidequelle. Ich habe Angst, ich speichere lieber ab. Wo führt mich das Ganze hin? Hier kann man anscheinend auch viele neue Pokémon fangen, wie zum Beispiel... Nee, ich glaube, hier kann man viele... random Pokémon fangen oder so. Ach, ich weiß es nicht. Welchen Level bist du, Staravia? Bist du auf einem ganz normalen Level oder ziemlich hoch? Es ist ziemlich hoch. Dann kommt man hier doch vorher gar nicht hin. Oder zumindest würde man sie nicht lange aushalten. Sehr seltsam. Setz mal Kraxler ein. Die Level der Pokémon in den Wilden ändern sich nämlich nur im Untergrund, nie im Obergrund. Im Oberhaupt. Es sind überall Blumen. Crazige, gruselige Musik. Wo sind wir hier? Die Atmosphäre baut sich gerade auf. Ich habe Gänsehaut. Sollte ich hier sein? Oh Gott, eine Höhle. Höhle der Umkehr! Er will, dass ich hier umkehre. Nee. Ich kehre gar nicht, du. Auflockern! Ich wollte jetzt schon Auflockern einsetzen. So, und jetzt können wir ein bisschen mehr sehen. Zum Beispiel auch diese Tafel vor uns. Nach 3 Säulen zum schlafenden 30 nicht überschreiten. 30 nicht überschreiten? Was bedeutet das? Eins, eins. Hä? Eins, eins. Nur hier rechts? Wieso guckt er nach rechts? Müssen wir hier lang? Was ist ein Hinweis? Ich weiß es nicht. Zwei. Zwei. Okay, das war also richtig, nach rechts zu gehen. Dann gehen wir nach unten. Vielleicht? Ich weiß es nicht. Nee, das war falsch. Ich bin wieder ganz am Anfang, oder? Ja. So, hier gibt es übrigens wieder Pokémon. Die kommen natürlich nur selten, aber sie tauchen schon noch auf. Ich guck gerade mal. Ja, einen Topschutz habe ich noch. Den werde ich wahrscheinlich jetzt verschwendet haben gerade. Aber egal. Also nach oben, dann nach rechts. War das richtig? Jetzt ist es nicht mehr richtig. Hä? Waren wir gerade nicht am Anfang wieder? Ich dachte, wir wären wieder am Anfang zurückgekehrt. Das bringt übrigens auch nichts. Ich habe es gerade ausprobiert. Bringt dir nichts. Steine wegzuschlagen. Mal auch einfach drumherum rennen, theoretisch. Ich bin komplett verloren einfach. Wo bin ich? Oh, neue Tafel. 1,5? Warum ist es immer hier? 1,5. Was soll denn 1,5 heißen? 15. Oder was? Ich weiß halt auch nicht, wo ich lang gehen soll. Ich weiß nicht, wie das Mysterium geht. Ich glaube, das werde ich kurz nachgucken müssen. Dann sage ich euch selber mal, wie das funktionieren soll. Okay, ich habe mich mal ein bisschen erkundigt und schlau gemacht. Es ist komplett random. 3,12. Ich hab's gefunden! Hier ist es. Giratina. Oder Giratina. Ja. Das dritte Pokémon. Es gibt nämlich nicht nur
Dialga aus Pokémon Diamant und Palkia aus Pokémon Perl, sondern es gibt auch Giratina aus Pokémon Platin. Allerdings hatte ich vor, dieses Pokémon zu Shiny hunten. Deshalb kann es sein, dass dieses Video ja, ein Shiny Giratina aus Funnel Parks oder ganz normal ist einfach, ich weiß es nicht. An diesem Ort überschneiden sich zwei Welten. Achso, ja, das können wir später reden. Das können wir später lesen. Und hier könnte man normalerweise Giratina fangen. Auf welchem Level ist es, will ich kurz wissen? Mit dieser alten Musik, die wir gerade anhaben. Das wollte ich nicht. Sorry. Level 70 ist das Vieh. Wenn man jetzt flieht, sollte es eigentlich auch stehen, oder? Ich glaube, man muss jetzt das Ganze neu machen. Ja, okay, ich glaube, da muss man das Ganze neu machen. Gut, dass ich jetzt Autosave aus habe. Ich werde es jetzt wahrscheinlich shiny hunten. Oder ich entscheide mich anders, aber wahrscheinlich werde ich es shiny hunten. Und, ja. Mitzi schreibt, ich hasse es, wenn Leute am Release-Tag im Thumbnail alle Bosse spoilern. Warum macht man sowas? Genau das. Manche Leute haben sich ja verbessert und haben die ausgegraut für ein paar Tage im Thumbnail. Aber dennoch... Sagen wir es mal so, es immer noch Leute gibt, die sowas machen, finde ich einfach scheiße. Sagen wir es mal so, es gibt in meinen Augen gibt es eine Grauzone, beziehungsweise eine Grauzone, so gibt es eine Spannweite, von wann bis wann ich spoilern, also, ne? Von wann bis wann ich nicht spoilern darf, so. Das ist von Release, beziehungsweise von dem Augenblick, wo die ersten Infos sind, da darf ich nicht spoilern, bis hin, ich sag wirklich so, 5 Monate. Und nach diesen 5 Monaten... ist es mir egal, ob jemand was dagegen hat, dann spoilere ich Sachen im Video, weil nach 5 Monaten eigentlich hier gecheckt haben sollte, was dort abgeht. Wie ich mit Spoilern umgehe, ist halt einfach so, wenn ich mit einer Person halt über irgendein Spiel rede und die Person ist über ein Spiel rede, ne, was halt Spoiler beinhalten könnte, ich frage einfach immer die Person, wie weit die Person ist und ob ich es spoilern soll oder nicht. Oh mein Gott! 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 Guck mal im Stream! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich kann nicht mehr! Ich hab die Zähler weitergemacht! Ich hab Gänsehaut! Wir müssen die Musik stoppen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich kann nicht mehr! Ich bin total am Schwitzen jetzt. Alter, ich bin so am Zittern. Kill es! Nein! Ich weiß, was du sagst, aber es tut mir leid. Ja, gut, nee, wenn es eine Entscheidung ist. Ich hätte jetzt nur einen. Ich habe es! Nach 874 Mal einen Countern habe ich es endlich gefunden. Jetzt kannst du Ramanas Park machen. Ja, theoretisch, aber ich wollte erstmal eigentlich diese. Auf das doch Insel machen. Yay, Trauma geht Level up, juhu! Ich hab es! Oh yeah! Ein Pokémon, das in einer Welt auf der Kehrseite der Unsrigen leben soll. Es tritt auf altertümlichen Friedhöfen in Erscheinung. So Leute, wie nennen wir es? Ich habe noch gar keinen Namen überlegt. Ja, Lucifer habe ich auch überlegt. Ich habe die Idee, was ist, wenn ich es negativ nenne? Okay. Das hört sich in meinem Kopf cool an. Negativ. Mike, du kannst aufhören mit dem Zittern, du hast es gefangen. Nee, warte, ich habe noch nicht gespeichert. Ich kann es ja gleich nochmal umbenennen, ne? Entweder ich nenne es Lucifer oder Negative, weil das finde ich irgendwie so, dieses Negative finde ich irgendwie voll cool, dieser Name. Aber gut, Lucifer passt natürlich auch sehr gut, weil das ist ja ein Teufel und so. Oh, Junge, ich hab nicht erwartet. Ich muss wirklich sagen, ich hab Glück. Ich hab nicht erwartet, dass ich das in Anführungsstrichen so früh bekommen würde. Mike? Ja? Ich hab gesagt 500. Wer war eigentlich jetzt näher dran? Stimmt, wer ist näher dran? Ingi oder Mützi? Mützi hat gesagt 1111. Ingi hat gesagt 500. Mützi hat gerade einen Clip gemacht, der heißt, wie Mike mit Spoilern umgeht. Ich habe das Gefühl, am Ende wird irgendwie meine Reaction sein bei dem Clip. Den gucke ich mir später an.
Also ich bin 374 Dinger entfernt. Was? Mephis? Wie viel hat er gesagt? Vieles? 1111? Stop letting them. Nee. Was ist, wenn ich ihm so ein W? The negative. Das hat auch was, oder? Mit diesem W. The. Das klingt nochmal so ein bisschen epischer, finde ich. Das negativ. Nein! Nein! Dings hat gewonnen, ich hab nicht gewonnen. Ich bin knapp. Ist Mitzi näher dran? Ja, Mitzi ist näher dran. Um knapp 100. Mitzi, du bekommst knapp irgendwas Besonderes. Knapp 100 Versuche. Um knapp 100 Versuche ist er näher dran wie ich. bitte in mein Team. Ich möchte es hinter mir rumlaufen lassen. Chaterra, hau ab fürs Erste. Pokémon mitsamt Item in die PC-Box. Was Besonderes also? Ja. An diesem Ort überschneiden sich zwei Welten. Die Welt jener, deren Lebenslicht noch heller strahlt, sowie die Welt jener, deren Leben bereits erloschen ist. Ich kann ja schon mal unten diesen Counter wegmachen. Na, zack. Speichern, bitte, speichern! Ja, ich hab gespeichert! Immer 10-mal speichern! Ja, richtig. Ich hab wirklich Glück gehabt. Ihr müsst euch vorstellen, die Chance, dass ich dieses Shiny bekomme, war 1 zu 4100, glaube ich. 1 zu 4100. Genau. Und nach irgendwas mit 800 habe ich es schon. Alter, das sieht so geil aus. Oh, oh mein Gott. Bericht. Level 70. Ist es ein ruhiges Wesen? Nickt oft ein. Erzwinger, ja, ist so eine ziemlich Standardfähigkeit für Legis. Spezialangriff ist höher als Initiative bei dem. Das sind die Attacken Schemenkraft, Leitteiler, Aurasphäre und Drachenklaue. Aber gut, Leitteiler kann man noch theoretisch nochmal ändern. Oder allgemein ein paar Attacken kann man ändern. Alles klar. Palkia ist Superman, Ding Raum. Ich lasse diese Jojo-Riffles einfach drin, ne? Gibt es hier eigentlich in dieser Höhle noch irgendwas für mich? Ich glaube, ich bin jetzt hier durch, oder? Ich meine, ich bin jetzt mit dieser Höhle durch, komplett. Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube, die war glaube ich, auch nur für die, Für Giratina ist die hier, ja. Giratina, genau. Bitte, ich will's. Wieso kann ich nicht rausholen? Kann ich wegfliegen? Bitte, irgendwo hin. Wo wollen wir denn mal hinfliegen? Hier nach Herzhofen, das ist eine schöne Stadt, da kann man drin. Mitzi, ich bitte dich, benehm dich. Mitzi, ich will es hinter mir rauslassen. Ich glaube, Pokémon, also Shiny Pokémon sind, glaube ich, auch auf der Overworld Shiny, oder? Oh yeah! Warum bist du so klein? Ich meine, hey, es ist Shiny, aber warum bist du so klein? Negative. Scheint es nicht schnell genug zu gehen. Sorry, ich lenke gerade ein bisschen ab. Ich bin gerade einfach zu hyped drauf. Einfach keine Animation beim Bewegen. Neigt sich einfach nach vorn, lol. Ja. Irgendwie schon dumm, ne? Ich habe am Anfang gedacht, als ich angefangen habe es zu shinyern, dann habe ich mir gedacht, okay, das war vielleicht eine dumme Idee, weil es ist eines der schwierigsten Pokémon zu shinyern. Was heißt schwierig? Am nervigsten, auf jeden Fall. Weil du hast so eine geringe Chance und du musst vor allem das Schlimmste daran war ja die ganze Zeit, dass ich die ganze Zeit den hier machen musste. Zack, 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 zack. Wisst ihr? Das war super nervig und hat ewig lang gedauert, dass das Spiel endlich mal anging. Das war das Schlimmste daran. Keine Sorge, ich habe gespeichert. Ja, so dumm bin ich nicht. Ich habe gespeichert. Immer 10-mal speichern. Ja, richtig. Ich finde, das passt sehr gut zu die Giratina, dieses Platin-Outfit. Deshalb wollte ich das gerade nehmen. Hab ein Carpador für 500 Poké-Dollar. Wow. Hast du ein Mew? Möchtest du es gegen mein Taubsi tauschen? Dum, 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 dum. Wie man sein Giratina umwandelt, sehen wir dann am Ende des Let's Plays. Da ich dann noch... Oh, Mitzi spielt jetzt auch.
Gut, Mitzi. Fängt jetzt auch an zu shiny hunten, wie ich sehe. Und ich habe jetzt erstmal Spaß mit meinem shiny Giratina. So, das wird jetzt alles ein bisschen komisch zusammengeschnitten, aber es ist schon ein bisschen her, nachdem ich mein shiny habe. So, bevor wir jetzt anfangen mit der Afterstory, ihr seht schon, ich habe hier mein ganz normales Team dabei, sind wir nun auf der Jagd nach einem bestimmten Pokémon, was wir hier im Ewigwald finden können, denn ihr könnt euch bestimmt noch an dieses Gebäude hier erinnern. Oh, hi. Hallo, du da. Hast du schon von den Gerüchten gehört? Du weißt schon, die Gerüchte über das Geister-Pokémon in der alten Villa. Es soll auch von unheimlichen Schatten die Rede sein. Ich würde ja selber nachsehen, aber, weißt du, ich bin doch als Arenaleiterin immer sehr beschäftigt und so. Ich habe viel zu tun und so, hörst du? Ich drücke mich ganz und gar nicht, weil ich Angst habe. Ja, klar. Also viel Erfolg, wenn du die Villa erforschst. Gieß jetzt tschüss, die Arenaleiterin hier, die zweite. Die ignorieren wir jetzt erstmal. So, hier können wir Zerstörer einsetzen. Und uns dann diese gruselige Mansion hier anschauen. Hier gibt's auch Pokémon, meine ich. Müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Kann übrigens sein, dass die Aufnahme ein bisschen komisch aussieht. Ich habe jetzt eine neue Capture Card. Die hier zunutze gemacht wird. Die Statue scheint dich anzustarren. Was? Gehen wir erstmal hier unten rein. Okay, ganz normales Esszimmer. Also hier in diesem verlassenen Gebäude, diesem verlassenen Villa, gibt es überall Geister, wie man hier sehen kann. Überall Gespenster, oh nein. Also es ist hier komplett verflucht, ja. Man kann hier zwar schon so früh höhen, wenn man schon einen Zerschneider hat, aber es bringt einem nichts. Denn man muss die Liga durchhaben, damit dieses besondere Pokémon hier erscheint in dieser Villa. Im Platin ist es übrigens nicht so. Aus irgendeinem Grund ist es im Platin nicht so. Ich versuche alles hier zu zeigen, aber es kann sein, dass ich außerdem irgendwas skippe am Ende. Eine Spezialität gefunden. Ich meine, die ist irgendwie gut für Heilung oder so. Nicht wichtig. Also, ja, nicht unbedingt wichtig. Ist irgendwas im Mülleimer? Nee. Nö. Ja, ist alles nichts. Alles leer. Oh Gott, sehr viele Türen, sehr viele Orte hier. Okay. Okay, hier vorne sind die ganzen Räume. Okay. Hier finden wir eine Furchttafel. In völliger... Ups, das habe ich nicht gelesen. Sorry. Aber das kann man ja zum Glück hier nochmal nachlesen, meine ich. Oder kann man das? Nö. Aber versteckt. Typ Unlicht Attacken. Das ist doch schön. So. Hier in diesem Raum seht ihr schon, der Fernseher ist an. Aber bevor ich mit dem interagiere, werde ich mich erstmal noch ein bisschen weiter umsehen. Hat bestimmt einen Grund, zu dem ich gleich komme. Kann ich mich hinlegen? Nö. Hier ist gar nichts irgendwie. Alles leer, alles komplett verlassen. Ich weiß nicht, ob die Geister nur in Platin sind. Dieses Bild hat mich gerade angestarrt. Dieses Bild starrt mich an. Okay, der Effekt ist hier nicht so gut wie damals auf dem DS. Aber das Bild ist besser. Okay, das ist ein bisschen gruselig. Aber mehr hat es hier nicht zu bieten. Noch ein Item. TM90 Delegator. Ja, wenn man es braucht, ne? Wenn man Bock drauf hat, sag ich mal. Gibt's sonst nichts mehr? Das war's? War alles? Okay, vielleicht existieren die Geister hier gar nicht mehr. Also im Original tauchen hier manchmal so NPCs auf, die Geister sind. Mit dem kann man ganz kurz reden und dann sind die weg. Nichts Besonderes, aber ganz nett und auch schön gruselig. Wollte ich zeigen. Aber kann ich anscheinend nicht, weil die nicht mehr spawnen. Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt um nach 20 Uhr aufnehme. Denn dieses Pokémon taucht in diesem Fenster auf.
Fenster. Fernseher meine ich natürlich. Ja, dieses besondere Pokémon findet man hier nur zwischen 20 und 4 Uhr. Im Fernseher scheint sich ein Pokémon versteckt zu haben. Vielleicht kommt es raus, wenn du an den Fernseher rüttelst. Versuchst du es? Moment, ich speichere mal kurz ab. Ups, das war's heute. Hier, schnell abspeichern. Und jetzt können wir es mal versuchen. Und zwar, wie ihr schon hört, ist es niemand Geringeres als das allbekannte Rotom. Ich weiß nicht, ob die Geister nicht kommen, weil es schon Nacht ist und das Event schon an ist. Und hier gibt es übrigens einen Fehler in diesem Kampf. Level 15? Okay, das ist ein bisschen komisch, aber macht irgendwie Sinn. Ja, hier gibt es einen Fehler in diesem Kampf. Und zwar ist der Fehler, dass hier eine legendäre Musik spielt. Von den legendären Pokémon. Rotom hat man zwar früher in Gen 4, als es rauskam, gedacht, dass es ein legendäres Pokémon ist. Aber lasst euch nicht täuschen, Rotom ist kein legendäres Pokémon. Auch wenn die Musik was anderes hier sagt. Es ist kein legendäres Pokémon. Auch nicht Mythico, sonst was. Sein Körper besteht aus Plasma. Es ist dafür bekannt, in elektrische Geräte eindringen und Chaos zu stiften. Apropos in Geräte eindringen und Chaos stiften. Ja. Unser kleines Rotom. Können wir an einen bestimmten Ort bringen, um es ein bisschen zu verbessern. Huch, da ist etwas heruntergefallen. Du erhältst den Geheimschlüssel. Genau den brauchen wir nämlich dafür. Was für ein unheimlicher Fernseher. Das scheint dich gerade so anzustarren. Schau weg hier. Na gut, war jetzt ein bisschen einfacher als ich dachte. Aber da habe ich das auch nochmal gezeigt. Glaub mir, auf dem DS war das hier cool, das Ganze. Aber hey, das Beethoven-Bild oder was auch immer es war, war ziemlich nice. Hier ist noch ein Item. Und zwar, okay, in Äther. Äther sind eigentlich ganz cool. Sollte man nicht unterschätzen. Sollte man nicht tun. Warum mache ich das eigentlich? Ich kann direkt wegfliegen. Oder kann ich einen Welt wegfliegen? Ich glaube nicht. Egal. Zack. Und nun zeige ich euch noch schnell, was ihr mit dem Geheimschlüssel tun könnt. Dafür fliegt ihr schön nach. Entweder Schleiede oder. Oder es war sogar direkt hier in Ewigenau. Das kann auch sein. Ich gucke erstmal in Ewigenau nach, weil auf jeden Fall in einer der Galactic-Gebäuden muss man rein mit dem Geheimschlüssel. Kann sein, dass es der hier war. Kann sein, dass es der andere war. Ich guck mal bei beiden nach, welches es war. Ich weiß es gerade nicht mehr. Es war der hier. Hier links. Ich weiß nicht, wie man drauf kommt, aber hier links. Einfach ansprechen. Dann einfach so öffnet sich hier ein Eingang zu einem geheimen Raum. Natürlich, normal. Und hier seht ihr schon ganz viele rote Gegenstände. Warum auch immer, was auch immer die hier bedeuten sollen. Das ist eine Mikrowelle mit einem ungewöhnlich geformten Motor. Ja, wenn man da jetzt Rotom in sein Team packt, mit den Dingern redet, das ist eine Mikrowelle mit einem ungewöhnlich geformten Motor. Oh, anscheinend möchte das Rotom in den Motor klettern. Es ist in den Motor klettern. So, das kann man jetzt überall machen, bei all denen hier, und kriegt dann einen neuen Typen. Bei einer Mikrowelle kriegt es, glaube ich, Typ Elektro. Beim Ventilator Typ Flug. Beim Kühlschrank Typ Eis. Bei der Waschmaschine Typ Wasser. Und beim Rasenmäher Typ Pflanze. Es müsste so richtig sein. Genau. Da liegt ein merkwürdiges Notizbuch. Sein Alter lässt sich nur schwer bestimmen. Durch reinen Zufall erlangte ich Informationen über das Pokémon Rotom. Erstaunlicherweise ist Rotom in der Lage, in spezielle Motoren hineinzuklettern. Ich konnte nachweisen, dass es imstande ist, in diverse Haushaltgeräte einzudringen, wobei es einen Formwandel vollzieht und die jeweiligen Eigenschaften des Geräts übernimmt, in das es hineingeklettert ist. Ferner konnte ich nachweisen, dass sich sein Typ sowie seine Attacken in Abhängigkeit von der Form, die es angenommen hat, unterscheiden. Dieses Pokémon muss genauestens beobachtet und analysiert werden. Die Ergebnisse müssen streng geheim bleiben, damit die Anerkennung allein mir gebührt. So wird mein Name in die Geschichte eingehen. Als das Genie Cha... Die restlichen Seiten des Notizbuchs sind leer. Cha?
Wer war das denn? Char. Ist ein PC offen. Okay, mehr gibt's ja aber nicht. Ich dachte, hier gibt's noch was anderes. Hier ist aber noch ein Buch. Da liegt ein anderes Notizbuch. Sein Alter lässt sich nur schwer bestimmen. Möchtest du darin lesen? Ja. Unsere Begegnung war unerwartet. Es geschah, als ich meinen verlorenen Spielzeugroboter wiederfand. Just in diesem Moment, okay, kam plötzlich ein Pokémon aus dem Motor des Rasenmähers. Ich klammerte mich an meinen Roboter und starrte das seltsame Pokémon an. Das Pokémon schwebte, gehalten von einer unbekannten Kraft, in der Luft. Es bewegte sich neugierig auf mich zu. Gleichzeitig lagen knisternde Geräusche in der Luft, wie statische Entladungen. Als würde das Pokémon Elektrizität abgeben. Aus Angst vor einem Stromschlag zuckte ich verschreckt zusammen. Das Pokémon schien mich jedoch anzulächeln. Da erkannte ich, dass das Pokémon mit mir Freundschaft schließen wollte. Ich beschloss, dieses wunderliche Wesen Rotom zu nennen. Ein naheliegender Name, denn das Rotom kam ja aus dem Rasenmähermotor. Motor und Rotom. Die Verbindung ist sonnenklar, oder? Es ist... LOL. Rotom ist einfach Motor rückwärts. Auch genial. Ist mir nie aufgefallen. Rotom ist ein wahrlich sensationelles Pokémon. Dass es sich unsichtbar machen kann, ist schon beeindruckend. Doch noch lange nicht alles. Was Rotom einzigartig macht, ist das Vermögen, in Maschinen zu klettern und diese zu steuern. Du hast etwa die Hälfte der Notizen gelesen. Ja, komm weiter. Rotom und ich freundeten uns schnell an und waren ständig beisammen. Aufgrund seines elektrischen Körpers konnte ich es jedoch nicht berühren, geschweige denn umarmen. Doch das war uns gleich. Wir waren auf einer tieferen Ebene verbunden, die keinen Körperkontakt voraussetzte. Eines Tages stand mir jedoch der Sinn nach einem kleinen Streich. Ich sah Rotom in der Luft schweben und beschloss, es ein wenig zu erschrecken. Leider war Rotom derart überrumpelt, dass es seine Energie mit nie zuvor erlebter Kraft entlud. Mein Körper wurde taub und ich fiel in Ohnmacht. Als ich erwachte, musste ich feststellen, dass Rotom verschwunden war. Verzweifelt suchte ich überall nach meinem Freund. Mach dir keine Gedanken. Es war mein Fehler und es ist ja nichts passiert. Lass uns wie immer spielen. Ich wiederholte meine Bitten immer wieder, doch mein Freund blieb unauffindbar. Oh. Die Suche nach Rotom führte mich auch zur städtischen Müllhalde, wo ich schließlich meinen alten Spielzeugroboter erspähte. Sein Blick kreuzte den meinen, dann winkte er. Ich war nochmal von vorne. Sein Blick kreuzte den meinen, dann winkte er wie zur Begrüßung. Da wusste ich, dass ich Rotom gefunden hatte. Ich drückte den Roboter fest an mich und redete. Die Augen des Roboters leuchteten vor Freude auf, als ich ihn in den Armen hielt. Ich glaube, dass Rotom in seinem Inneren viel elektrische Energie abgab. Denn irgendwie hatte ich den Eindruck, Rotoms Gedanken viel besser verstehen zu können. Und ich wusste auch, dass wir für immer Freunde sein würden. An dieser Stelle enden die Aufzeichnungen. Sehr, sehr interessant. Ich meine, Rotom selber wäre nur Geist? Nee, Elektrogeist. Ihr könnt euch auf jeden Fall hier viel austoben, sobald ihr das Spiel durch habt. Also sobald ihr die Liga durch habt, könnt ihr euch hier austoben mit euren Rotom. Könnt ihr schon leveln, könnt Spaß haben damit, was auch immer. Und ja. Das war dann so ziemlich alles, was ich hier zeigen wollte. Mehr kann man hier anscheinend nicht machen.